Die Sonne ist der zentrale Stern unseres Planetensystems, 150 Millionen Kilometer entfernt von der Erde. Um diese Entfernung mit einem Stadtbus bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde zurückzulegen, bräuchte man 3 Millionen Stunden oder 342 Jahre. Der Name des heute weltweit bekannten Herstellers von Stadtbussen und an den Namen Solange erinnern, aber gleichzeitig einfach in der Aussprache sein. Mit dem Austausch der Zylinderköpfe an einem Militärmotorrad in den 70ern beginnt Krzysztof Olszewskis Geschichte mit dem Automobilbau. Aus dem Schüler wird erst ein Lehrling, dann ein Meister, dann ein Absolvent der Technischen Universität in Warschau und daraufhin ein Leiter des Berliner Neoplanwerks, schließlich der Miteigentümer der Firma Solaris. Auf diesem Weg begleitet ihn seine Ehefrau Solange Olszewska. Im Jahr 1996, während des längsten Winters des 20. Jahrhunderts, beschließen die Eigentümer von Solaris, ein eigenes Werk in Bolechowo bei Posen zu errichten. Jedna wielka budowa. Hala, w której właściwie nic nie było. No i było moje zdziwienie ogromne, kiedy zobaczyłam, że właściwie w tej hali ma za miesiąc dwa powstać pierwszy autobus dla miasta Poznania, a tam nie było ani jednej maszyny. No i przekonali mnie państwo Olszewscy, żebym się nie martwiła, że w marcu będzie ten pierwszy autobus. Nawet jak sobie tego w tej chwili dzisiaj nie wyobrażam, to on powstanie. Die Olszewskis werden durch einen gewonnenen Auftrag für die Lieferung von Bussen an die Stadt Posen zu weiteren Maßnahmen angespornt. Ich habe nichts, du hast nichts. Zusammen haben wir also genauso viel, um eine große Fabrik zu gründen. Dieses Zitat aus dem gelobten Land wurde ihnen zum Gründermotto. Im Gegensatz zu den Helden des Films von Andrzej Wajda schließen die Olszewskis aber eine Brandversicherung für ihre Fabrik ab. Die Firma entwickelt sich rasant. Bereits 1997 kontrolliert Neoplan 40% des polnischen Niederflurbusmarkts. Ein Jahr später entsteht der Oribus, ein rollender Kosmetiksalon. Es ist einer der ersten Aufträge für Spezialbusse. Krzysztof Olszewski bemerkt schon damals, dass westliche Produkte sich nicht wirklich auf polnischen Straßen bewähren. Er schafft sein eigenes Konzept eines korrosionsbeständigen Gerippes. Kurz danach bildet er seine eigene Handelsmarke. Auf den Bussen erscheint der von Solange Olszewska erfundene grüne Dackel, der auch zugleich zum Wahrzeichen der Solaris-Busse wird. Myśmy na początku byli zauroczeni, zafascynowani, powiem tak, niemiecką techniką Neoplana. Po paru latach stwierdziliśmy, no fajnie, to było dobre, ale my to zrobimy lepiej. 1999 feiert der niederflurige Stadtbus Solaris Urbino während der Messeveranstaltung in Posen seine Premiere. 2000 beginnt das Unternehmen mit dem Export von Bussen und erobert benachbarte Märkte in Tschechien, Deutschland und in der Slowakei. Solange Olszewska meint, diesen Erfolg ermöglichte ein tiefgründiges Wissen über die Kultur, Erwartungen und Mentalität dieser Länder. Ein Jahr später feiern der Reisebus Vacanza und die Oberleitungsbusse Trolino ihren Erstauftritt. Seit 2001 trägt die Firma der Olszewskis den Namen Solaris Bus & Coach. Der 1000. Bus verlässt 2002 das Bolechowo-Werk. In den Jahren 2003 und 2004 erfolgen mehrere bahnbrechende Premieren. Die des 15 Meter langen Trolinos, des Urbinos mit Erdgasantrieb, des Urbino Low Entry und dann auch der neuen Generation der Stadtbusse Solaris Urbino. Darüber hinaus gewinnt die Firma den Zuschlag für die Lieferung von 260 Bussen nach Berlin. Unabhängig davon, wie viel Zeit vergeht, ändern sich die Regeln nicht. Jeder Kunde kann zu jeder Zeit direkt die Eigentümer von Solaris anrufen und sie nehmen das Telefonat an. 2005 wird Solaris zur Aktiengesellschaft. Im Jahr des 10. Jubiläums eröffnet Solaris eine neue Produktionsstätte am Bolechowo-Werk. Und die Firma präsentiert den ersten in Serie in Europa gefertigten Hybridbus. Diesel ist gestorben, es lebe die Elektrizität. So annonciert Krzysztof Olszewski kühn den Anfang der Elektromobilität während der Pressekonferenz zur Premiere. 2007 gewinnt die Firma erstmals den Zuschlag in einem nicht-europäischen Land für die Lieferung von 225 Bussen nach Dubai. W Dubaju trzeba było przystosować się do zupełnie, kompletnie innego robienia biznesu, innego rozumienia biznesu. Staramy się oczywiście zrozumieć zwyczaje, kulturę innych krajów i na to tu szczególną uwagę zwracamy. Im Jahr darauf fällt der nächste Rekord. Solaris unterzeichnet einen Vertrag für 320 Busse für Athen. Bis zum heutigen Tag ist dies der größte Einzelauftrag der Firma. 2009 bringt die Firma den Überlandbus Solaris Interurbino auf den Markt.
Im selben Jahr erweitert Solaris auch sein Elektromobilitätsangebot, welches sich nicht mehr nur auf Hybridbusse beschränkt. Das Unternehmen rollt auch auf Schienen und stellt die erste Straßenbahn Tramino vor. Der Vertrag über die Lieferung von 45 Straßenbahnen für Posen ist ausschlaggebend für den Bau eines weiteren Werks. Und zwar einer Montagehalle für Straßenbahnwagenkasten in Schodowelt-Kopolska und einer Endmontagestation in Posen. Die Familie umweltfreundlicher Fahrzeuge wird 2011 um den Solaris Urbino Electric, einen vollelektrischen, emissionsfreien Bus, erweitert. 2012 erfolgt der Erstauftritt des längsten Busses im Angebot des Herstellers, des Urbino 1875, sowie auch eines neuen, diesmal 12 Meter langen elektrischen Busses. Gleich danach, im Jahre 2013, gibt Solaris Tramino Jena, die erste polnische Straßenbahn auf dem deutschen Markt, ihr Debüt. Zur selben Zeit verkauft Solaris bereits seinen 2000. Stadtbus nach Deutschland. Das Unternehmen der Olszewskis zeugt davon, wie sehr gute persönliche deutsch-polnische Beziehungen auch für Unternehmenserfolge ausschlaggebend sein können. 2014 findet die Premiere des neuen Solaris Urbino statt. Dieser ist nicht nur leichter und geräumiger als sein Vorreiter, sondern auch einfacher und billiger zu betreiben. Das ansprechendere Design der neuen Solaris-Busse zeugt davon, dass der Hersteller bereit ist, sich mit den Herausforderungen des öffentlichen Nahverkehrs der Zukunft zu messen. 2015 werden Solaris wichtige Preise verliehen. Der IF Design Award für den neuen Urbino und der Red Dot Award 2015 für die Straßenbahn Tramino Braunschweig. Davor erhielt die Firma solche prestigeträchtigen Titel wie Bus Builder of the Year, zwei Wirtschaftspreise des Präsidenten Polens und sie nahmen den zweiten Platz im Bus of the Year Wettbewerb ein. Solaris ist auch bekannt für sein Engagement in der Wohltätigkeit. Für die Kinder der Mitarbeiter wurde eine Betriebskinderkrippe gegründet, während die eigene Stiftung Grüner Dackel den Schutzlosen zur Hilfe Notleidende in der Region unterstützt. Das Unternehmen engagiert sich im Bereich Bildung und hilft jungen Menschen, die ersten Schritte auf dem Arbeitsmarkt zu machen, indem es ein duales Studium und Patronatsklassen betreut. Zudem tragen die im Rahmen des Programms Sicherer Fahrer durchgeführten Schulungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Krzysztof Olszewskis Traum von einer Autowerkstatt hat sich in ein internationales Automobilunternehmen verwandelt. Solaris-Busse fahren derzeit in 30 Ländern, in über 600 Städten auf 4 Kontinenten. Die polnische Marke hat es sogar bis auf die Insel La Réunion im Indischen Ozean und auf Martinique in der Karibik geschafft. Unsere Autobusse sind praktisch auf der ganzen Welt. Ich war da mit meinem Cousin in Schweden, in Malmö, und sehe unsere neuen Solaris. Das hat mein Herz ein bisschen pukać jak. Ich chwalę mich, zobacz, te autobusy ja produkuję. Über 20 Jahre hinweg haben 14.000 Fahrzeuge das Bolechowo-Werk verlassen. Zurzeit produziert die Firma 8 Busse pro Tag, jeder zusammengesetzt aus 2.500 Teilen. Das Unternehmen ist auch marktführender Hersteller von Oberleitungsbussen in Europa. Die bisherige beispiellose Entwicklung und die erzielten Erfolge lassen mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Solaris hat solide Grundlagen dafür geschaffen, um sich weiterhin dynamisch zu entwickeln und einen modernen, nachhaltigen Transport mitzugestalten.